Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, so wurde es mir beigebracht, obwohl man hier auch gelernt hat, wer zum Schiedsrichter guckt, ist klar im Vorteil. Kennen wir aus der C-Jugend. Ja, das ist, glaube ich, nicht nur da ein Problem. Also überall so ein gängiges Problem, dass man wenig auf den Schiedsrichter da achtet, auf die Gestik, die er da macht, der nimmt halt, oder auf das Zeichen. Ja, das ist so das Problem, auch wenn ich Josephine König da wieder gut durchsetzen, jetzt sogar den 7 Meter bekommen. Ja. Sehr spät entschieden. Ja, weil der Schiedsrichter geschaut hat, ob der Ball im Tor ist oder eben halt dahinter. Das war nicht sofort ersichtlich. Wieder kommt Anna Hahn zum 7 Meter. Ja. Und diesmal ist es Laura Uhlmann. Und sie macht es erfolgreich. Ja, auch hier wieder der Wechsel. Den ersten hat sie links geworfen, den zweiten rechts, der wurde gehalten und jetzt hat sie wieder links geworfen. Auf der anderen. Ebenfalls 7 Meter. Genau. Herausgeholt durch Jenny Kriegsmann. Maike Schulte ist unten. Wird sie wohl selber tun. Ja, wo man ja sagt, die Gefaulte soll nicht werfen. Werden wir gleich sehen. Im zweiten Versuch ist er dann doch drin. Ja, aber das hat ja wenig was zu sagen. Jetzt sagt man ja auch im Fußball, dass es ja kein eindeutiges Indiz dafür oder dagegen gibt, dass der Gefaulte nicht werfen soll oder schießen soll. Weiterlaufen! Weiterlaufen! Und Sina Güdokait mit den Händen am Ball. Welche Möglichkeiten gäbe es jetzt noch, gerade für einen Verein wie Grün-Weiß-Schwerin, wenn die Konkurrenz im eigenen Land, also Mecklenburg, zu klein wird, auch den Vergleich mit anderen regionalen Vertretern zu suchen? Ja, man kann darauf hoffen, dass der Verband eben halt darauf reagiert und das werden sie eben halt in der A-Jugend nächstes Jahr tun. Dann bleibt einfach nur die Möglichkeit, weil man hat ja nun auch nicht eben halt die Masse an Spielen, regelmäßig Testspiele überregional zu bestreiten, man die Möglichkeit, Turniere zu veranstalten. Das sind so die Mittel und Wege, die man da macht, weil aus dem Pflichtspielbetrieb heraus ist es ja nur, dass man nach Beendigung der regulären Saison im Land NOV-Meisterschaft oder Pokal spielt und da hat man dann eben halt die überregionalen Vergleiche. Da muss Josephine König abschließen, weil jetzt ist die erste Halbzeit vorbei. 15:8 für Grün-Weiß-Schwerin und wir hören uns gleich wieder in Halbzeit 2. Klare Ansage und damit willkommen zur zweiten Halbzeit von Grün-Weiß-Schwerin gegen die TSG Wismar B-Jugend weiblich. Auf Sieg, auf Sieg, auf Sieg, so das Motto bei Grün-Weiß-Schwerin und momentan ist man auf gutem Kurs. 15:8. Schön außen rausgespielt. Aber nicht verwertbar. Und jetzt mit dem ersten Angriff für Grün-Weiß-Schwerin hier in der zweiten Halbzeit. Oh, schlechter Winkel von Kitty Krolle. Oh, da ist die Lücke da und die sucht sie. Ines Jeske. Und er dürft. Hätte sich die Gegenspielerin auch über 2 Minuten nicht beschweren dürfen. Hat sich Ines Jeske ein wenig wehgetan. Da wird ein wenig gekühlt, dann bin ich gut zugesprochen und dann geht es weiter.
vielleicht aber auch gewechselt. Die Wechselspielerin macht sich zumindest bereit. Carolina Klaus. Ja, und es ist bewahrheitet sich. Es gibt den Wechsel auf Schweriner Seite. Und dann wünschen wir Ihnen jetzt natürlich alles Gute, dass es da schnell wieder weitergeht. Ja, und jetzt hat Jeske die Chance, sich auf der Bank ein wenig zu erholen. Und Carolina Klaus ersetzt sie und das Spiel geht weiter mit Angriff der TSG Wismar. Und jetzt sieht man zumindest ein etwas schnelleres Spiel der TSG. Josephine König. Die hat sich hier etwas hervorgetan auf Wismarer Seite mit ihrem dritten Treffer. Jetzt zum 16:9. Ja, mit Tempo gespielt, ein paar Kreuzungen mit eingebaut, sodass die Abwehr sich bewegen musste. Das hat sie nicht getan und demzufolge haben sich eben halt auch die Lücken aufgetan. Ja, es ist das, was du vorher schon ansprachst, bei Grün-Weiße zu sehen, konsequent durchgewechselt. Und so sieht man nicht immer dieselben auf der Platte. Was aber auch wichtig ist, man muss die Spielerin ja auch bei Laune halten. Jetzt gut gehalten von Anna Harm, die jetzt im Tor steht, in der zweiten Hälfte. Ja, natürlich muss man die Spielerin schon ein Stück weit bei Laune halten. Fred hatte eben halt die komfortable Situation mit 14 Spielern, die fast auf einem Level sind, zu arbeiten zu können. Also da wechselt sie ja nichts minder Schlechtes ein. So dass du jetzt einfach sagst, jetzt kommt die zweite Reihe. Klar, aufgrund des Alters könnte man das vielleicht sagen. Aber im Großen und Ganzen ist es eben halt so, dass da gleichwertig gewechselt werden kann. Ja, das Tor von Laura Blum. Da hat Maike Schult noch Glück, da schubst sie noch nach. Das hätte auch 2 Minuten geben können. Ja, und da ruft der Trainer zu machen. Und genau das passierte nicht. Auf Wismarer Seite. Jetzt sehen wir da ebenfalls den Torwartwechsel. Elsa Unruh. Und es gibt noch Gelb gegen Elisa Michler. Und mal geschult mit dem Treffer links und sicher verwandelt, auch nach dem Torwartwechsel. Ihr 6. Treffer bereits in diesem Spiel. Mit ein bisschen Glück, aber schön durchgespielt von den Wismaranern. Monique Defke mit dem Treffer. Und das sieht zumindest ein wenig besser aus schon als in der ersten Halbzeit. Ja, es sind zu viele einfache Fehler momentan auf Schweriner Seite mit dabei. Halbzeitpause hat ihnen dann wohl nicht gut getan. Wichtig ist, dass er jetzt über die Abwehr wieder in das Spiel findet. Zu leichten Ballbesitzen, das was wir ja auch in der ersten Halbzeit gesehen haben, dann ins Konterspiel und dann zu den einfachen Toren kommt. So wie jetzt die Möglichkeit des Konters. Schlechter Pass von Harder, aber Krölle. Und es gibt den 7 Meter und dementsprechend die 2 Minuten. Und da hat sich die Wismaranerin noch wehgetan. Ja, das sind so die Situationen, wo man als Gegenspieler wegbleiben soll, wenn man keine realistische Chance mehr auf dem Ball hat. Das war hier ja gegeben, weil sie wirklich weit hinten an war. Dann muss sie eben halt die Hände weglassen. Mhm. Strafe kriegt sie noch, die persönliche Strafe kriegt sie noch mit dazu. Mhm. 2 Minuten und 7 Meter. Ja, das ist natürlich das Härteste, was geht. 7 Meter, 2 Minuten und dann auch noch selber verletzt ist. Oder wehgetan in dem Fall. Richtig. Und Maike Schulte, sichere 7-Meter-Schützin heute. Auch jetzt, auch wenn die Torhüterin dran war, macht sie ihren 7. Treffer zum 19. Zu 11. Und jetzt
haben wir Schwerin den Trainer gerade sagen hören, Überzahl stoßen, was genau bedeutet das? Das, was ich schon immer wieder sage, auf die Lücken gehen, weil da fängt es ja dann irgendwo an, wenn von der linken Seite angefangen wird zu stoßen, dann ist die rechte Seite ja irgendwo frei, weil man ein Überzahlverhältnis hat. Eben halt nicht nur eine Sache beim normalen Angriffsspiel, sondern beim Überzahlspiel ja noch mehr gibt es noch mehr Effektivität. Aber wie gesagt, wichtig ist eben halt, dass das alle Spielerinnen konsequent gleichmäßig umsetzen. Nun ist mir aufgefallen, dass wir ein B-Jungs-Spiel, was wir hier noch gar nicht gesehen haben, ist so dieses Anlaufen von Auslösehandlungen, wie du das ja nennst. Geht die Kolle jetzt mit ihrem zweiten Treffer zum 20:11. Warum nicht? Nicht nötig? Oder? Einmal das. Momentan geht es eben halt auch ohne. Aber nichtsdestotrotz sind irgendwo gewisse Abläufe mit drin, die vielleicht für dich nicht so oder für die anderen auch nicht so als Kombination sichtbar sind, aber nichtsdestotrotz hat auch die B-Jugend, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn wir Trainingsspielchen machen, auch Auslösehandlungen und setzt sie auch gut ein, wenn es eben der Bedarf dafür da ist. Das fiel mir gerade ein, weil ich das oftmals gesehen habe im Erwachsenenbereich, dass es eine spezielle Auslösehandlung gibt für Überzahl. Gibt es das bei dir auch, bei deiner Mannschaft? Wir haben seit kurzem eine, Kitty Krolle mit ihrem nächsten Tor, wir haben seit kurzem eine uns direkt vorgenommen für eine Überzahl, haben die aber noch nicht so konsequent gespielt, weil so etwas braucht eben halt auch ein bisschen Zeit, das zu lernen, weil es vorher in der Mannschaft wenig Kombinationen gab, wenig Auslösehandlungen. Sind wir mit bei, gibt es, hat fast jede Mannschaft. Und es gibt 7 Meter und nochmals 2 Minuten. Und zwar gegen Anne Rahn. So, Carolina Klaus. Dann 7 Meter verwandelt. Nein, nicht ganz. Richtig, natürlich. Laura Ullmann war's. Carolina Klaus natürlich. Jetzt am Ball. Jetzt am Ball auf Schweriner Seite. Und jetzt haben wir die Unterzahl gegeben für Schwerin. Wo vorher die Überzahl hatten. Wichtig ist jetzt mit ruhigem Kopf spielen, Situation ausspielen, eine Sache vorbereiten. Auch hier jetzt eben halt die Situation mit meinem Läufer, genau. Christine Vogt macht's richtig. Aber der Zeitpunkt hat einfach noch nicht gestimmt. Ja, wäre es ratsam eigentlich, wie man das sagt, in Unterzahl, wenn jetzt Zeitspiel angezeigt ist und der Abschluss gesucht werden muss von Saskia Harder und der war klasse. Da zahlt sich das Training von Fred aus, dass er dann ab und wann auch mal den Sprungwurf übt. Ja, das einfache